Die Landwirtschaft unserer Republik beschreitet erfolgreich den Weg der sozialistischen Intensivierung und des Überganges zu industriemäßigen Produktionsmethoden. Grundlage der weiteren Entwicklung aller Zweige der Land- und Nahrungsgüterwirtschaft ist die vorrangige Intensivierung der Pflanzenproduktion. Dabei richten sich die Intensivierungsmaßnahmen vor allem auf den Boden, auf die Erhöhung seiner Fruchtbarkeit. Der Boden als eine der wichtigsten natürlichen Quellen des gesellschaftlichen Reichtums beansprucht die besondere Aufmerksamkeit unserer sozialistischen Gesellschaft. Die Mechanisatoren in den Pflanzenproduktionsbetrieben schaffen im Wettbewerb um eine hohe Ackerkultur die Voraussetzungen dafür, von jedem Hektar Boden einen größtmöglichen Ertrag zu erzielen. Durch exakte Pflugarbeit im Umfang von jährlich fast 6 Millionen Hektar bestimmen die Mechanisatoren in unserer Republik wesentlich das Ertragsniveau. Richtiges Pflügen, eine Grundlage für hohe Ackerkultur. Um die Felder für die Bodenbearbeitung und Wiederbestellung freizubekommen, folgt den Mähdrescherkomplexen unmittelbar die Strohräumtechnik. Sauber geräumte Flächen sind die Vorbedingung für qualitätsgerechte Bodenbearbeitung. Eine sofort nach der Getreideernte durchgeführte Bodenbearbeitung beeinflusst das Niveau der Ackerkultur in hohem Maße. Es ist zu beachten, dass die Stoppellänge 20 cm nicht überschreitet. Bleiben Stoppelfelder mehrere Tage oder Wochen unbearbeitet liegen, so verdunstet wertvolle Bodenfeuchtigkeit. Der Boden verhärtet und seine Struktur verschlechtert sich. Die mit Scheiben oder Scharwerkzeugen geschaffene Mulchschicht ermöglicht dagegen das rasche Einsickern von Sommerniederschlägen. Sie schützt die Bodenfeuchtigkeit vor Verdunstung. Die sowjetische Scheibenegge BDT-7 erreicht dabei eine hohe Hektarleistung. Günstige Voraussetzungen für die Vernichtung der Unkräuter, Unkrautsamen und des Ausfallgetreides schafft der Scharschälpflug. Die wirksamste Bekämpfung der Wurzel- bzw. Rhizomunkräuter erfolgt durch eine 12 cm tiefe Schälfurche mit Scharpflügen. Für diesen Arbeitsgang werden die Pflüge B200 mit 20 Y-Körpern ausgestattet. Dieser Pflug wurde von einem neuerer Kollektiv umgebaut und mit 10 Körpern des Typs 20Y ausgestattet, um eine größere Arbeitsbreite zu erreichen. Mit der Stoppelbearbeitung wird die Rotte eingeleitet. In fortgeschrittenen Kap wird die Saatfurche zu Stoppelfrüchten spätestens 48 Stunden nach der Getreidemaht gepflügt, sodass wertvolle Vegetationszeit für die Pflanzenproduktion genutzt wird. Dabei ist eine einwandfreie Pflugarbeit, wie es die Zeitlupenstudie zeigt, die Bedingung für ein qualitätsgerechtes Saatbett. Ein exakter Arbeitsauftrag, in dem alle Qualitätsparameter festgelegt sind, ist eine weitere Voraussetzung für gute Arbeit des Pflügerkomplexes. Auf einem großen Flächenanteil ist die Saatfurche nach vorangegangener Stoppelbearbeitung oder nach der Ernte der Hackfrüchte zu ziehen. Dieser Arbeitsgang muss so erfolgen, dass eine termin- und qualitätsgerechte Bestellung der Winterung, optimales Pflanzenwachstum und damit hohe Erträge gesichert werden.
Stoppeln und andere Pflanzenreste sind mit Vorarbeitswerkzeugen wie Kombi-Vorschälern oder Leitblechen in die Ackerkrume einzuarbeiten. Bleiben Restschwade oder Anhäufungen losen Strohs zurück, so wird die nachfolgende Bodenbearbeitung stark erschwert. Schlecht untergebrachte Pflanzenreste behindern die Arbeitsgänge zur Saatbettbereitung, Aussaat und Pflege. In Keimung befindliche bzw. schon aufgelaufene einjährige Unkräuter und Ausfallgetreide werden bei der Saatfurche vernichtet. Rhizome der mehrjährigen Unkräuter, besonders der Quecke, sind mit Vorarbeitswerkzeugen möglichst tief unterzubringen. Der unter dem Einfluss von Mechanisierungsmitteln und Witterung verfestigte Boden muss mit dem Pflug aufgelockert werden. Dabei entstehende Schollen und Kluten sind zu Krümeln. Damit werden Voraussetzungen für das Einsickern der Niederschläge, für den Gasaustausch und für das Eindringen der Pflanzenwurzeln in den Boden geschaffen. Mit den kombinierten Nachbearbeitungsgeräten an den Pflügen erfolgt eine Krümelung und Verfestigung des Bodens im Bereich des Saatbettes sowie eine Grobeinebnung der Ackeroberfläche. Maßgeblichen Einfluss auf die Saatbettqualität hat der Zeitpunkt der Saatfurche. Das Pflügen der Saatfurche auf lehmigem Boden muss frühzeitig geschehen, damit die entstehenden Schollen und großen Hohlräume bis zur Aussaat durch natürliches Absetzen oder mechanisches Krümeln beseitigt werden können. Bei zerfallsbereitem sandigem Boden ist die Aussaat unmittelbar nach dem Pflügen möglich. Vorauszusetzen ist, dass mit dem Pflug schwere Krumenpacker und Krümelwalzen kombiniert wurden. Für das Pflügen der Saatfurche gelten folgende Gütemerkmale. Bewuchs, Pflanzenreste und Dünger müssen vollständig in den Boden eingearbeitet werden. In den beiden folgenden Trickvarianten wurden Bewuchs und Dünger nicht eingeschält. Beim Pflügen ohne Vorschäler ist die Verteilung zufriedenstellend, aber die Unterbringung schlecht. Es gelangen zu viele Pflanzenreste, Stroh und anderes in das obere Drittel der bearbeiteten Krumenschicht. Das wirkt störend auf die Arbeit der Saatbettbereitungswerkzeuge. Unkrautausläufer treiben wieder aus. Das Einlegen mit Vorschäler bewirkt zwar eine gute Unterbringung, aber eine schlechte Verteilung. Die paketweise eingebrachten Rückstände und der Dünger verrotten nur sehr langsam. Sie werden bei der nächsten Pflugfurche wieder heraufgepflügt. Die Rückstände stören den Wasserhaushalt, das Absetzen des Bodens sowie das Wurzelwachstum der Pflanzen. In den folgenden beiden Trickvarianten wurden Bewuchs und Dünger 8 bis 10 cm tief eingescheibt oder eingeschält. Flugarbeit ohne Vorschäler bewirkt eine schlechte Unterbringung mit einer nachteiligen Wirkung auf die Saatbettqualität und einer Zunahme der Verunkrautung. Durch das vorherige Einmulchen sind die Rückstände besser im Krumenbereich verteilt. Die Wasserbewegung ist ungestört. Das Einlegen mit Vorschäler nach vorangegangenem Mulchen ist die optimalste Arbeitsfolge. Sie bewirkt eine gute Unterbringung und schafft die besten Voraussetzungen für eine qualitätsgerechte Saatbettbereitung. Eine schnelle Rotte ist gewährleistet. Es ist keine störende Wirkung auf Wasserhaushalt und Wurzelwachstum zu verzeichnen. Sehen wir uns das Einlegen mit Vorschäler nochmals in der Zeitlupe an. Hier werden etwa 80% des Bewuchses, der Pflanzenreste und des Düngers
in die unteren zwei Drittel des Bodens eingearbeitet. Werden die Pflanzenreste zu flach eingebracht, führen sie bei der Saatbettbereitung zum Verstopfen der Geräte. Richtig eingestellte Vorarbeitswerkzeuge tragen daher wesentlich zur Qualität der Pflugarbeit bei. Die vorgegebene Arbeitstiefe muss über die ganze Arbeitsbreite des Pfluges eingehalten werden. An den einzelnen Pflugkörpern gemessene Abweichungen dürfen maximal plus minus 10% nicht überschreiten. Das heißt, bei einer vorgegebenen Arbeitstiefe von 20 cm müssen alle gemessenen Werte zwischen 18 und 22 cm liegen. Zur Unterbringung größerer Mengen Pflanzenreste wird die Saatfurche 22 bis 25 cm tief gepflügt. Auf sauber geräumten, unkrautfreien Stoppel- oder Hackfruchtflächen sind Arbeitstiefen von 18 bis 20 cm ausreichend. Zur vollständigen Bearbeitung einer Fläche gehört das Ziehen der Randfurche. Sie garantiert die Nutzung eines jeden Quadratmeter Bodens. Als Hilfsmittel zum exakten Einsetzen und Ausheben der Pflüge dienen die Kopffurchen. Eine flache, vollständig durchgepflügte gerade Spaltfurche schafft die Voraussetzung für eine qualitätsgerechte Bodenbearbeitung und exakte Schlageinteilung. Beim Zusammenschlag wird durch flacheres Pflügen des ersten Umganges eine Dammbildung verhindert. Eine hohe fachliche Qualifikation der Mechanisatoren ist die Grundlage für solch ein sauberes Arbeitsbild. Diese Vorarbeiten werden mit Traktoren der 2-Megapont-Klasse ausgeführt. Danach erfolgt der Einsatz der leistungsstarken Pflugaggregate. Auf diese Weise wird deren Effektivität wesentlich erhöht. Exaktes Anschlussfahren jedes einzelnen Pflugaggregates ist Vorbedingung für eine ebene Ackerfläche. Das Ziehen der Schlussfurche verlangt eine flachere Einstellung des Pfluges durch den Mechanisator bereits beim vorletzten Umgang. Das ist Bedingung für eine einwandfreie Schlussfurche. Hohe Anforderungen an die Qualifikation des Mechanisators stellt auch die Herbstfurche. Rechtzeitig und in hoher Qualität durchgeführt, trägt sie wesentlich zur Hebung der Bodenfruchtbarkeit bei. Das sind konkrete, abrechenbare Ziele im sozialistischen Wettbewerb der Mechanisatoren. Die rechtzeitige und saubere Räumung der Flächen ist Voraussetzung für eine ordnungsgemäße Herbstfurche.
Der während der Vegetation und bei der Ernte der Vorfrüchte verfestigte Boden wird mit dem Pflug aufgelockert und grob gekrümelt. Dadurch können die Winterniederschläge gut aufgenommen und gespeichert werden. Die Herbstfurche ist von Mitte Oktober bis spätestens Ende November zu ziehen. Durch eine hohe Schlagkraft der Pflügerkomplexe muss die Einhaltung der agrotechnischen Termine gewährleistet werden. Das verlangt den konsequenten Komplex- und Schichteinsatz der Pflugtechnik. Die ackerbaulichen Forderungen nach frühem Abschluss der Herbstfurche werden durch technologisch-ökonomische Aspekte bekräftigt. Die höchsten Leistungen und die beste Arbeitsqualität erreichen die Pflügerkomplexe, solange der Boden zerfallsbereit und nicht übernässt ist. Wird der Boden durch die Herbstniederschläge stark durchfeuchtet, sinkt die Zugleistung der Traktoren. Die Arbeitsqualität verschlechtert sich. Der Boden krümelt nicht mehr, sondern verschmiert. Durch Radschlupf treten Strukturschäden auf. Da im Herbst zunehmend mit einer Übernässung der Felder gerechnet werden muss, sind alle Möglichkeiten, so wie hier der Schichteinsatz großer Komplexe, voll zu nutzen, um noch bei günstigen Boden, feuchte Bedingungen hohe Leistungen zu erzielen. Grundsätzlich ist jedoch eine Herbstfurche, die unter nicht optimalen Bedingungen gezogen wird, eher zu befürworten als eine Frühjahrsfurche. Die wichtigsten Qualitätsmerkmale der Herbstfurche sind das Einhalten der vorgegebenen Arbeitstiefe. Sie richtet sich nach den anzubauenden Kulturpflanzen sowie nach der Mächtigkeit der Ackerkrume. Die Tiefe liegt zwischen 25 und 35 cm. Eine schematische Arbeit auf Krumentiefe ist abzulehnen. Die Abweichungen von der vorgegebenen Arbeitstiefe sollten wie bei der Saatfurche plus minus 10% nicht überschreiten. Guter Furchenanschluss zwischen den einzelnen Pflugkörpern und Pflugumgängen ist Voraussetzung für die Ebenheit des gepflügten Ackers. Eine gewisse Profilierung der Furchen, ca. 8 cm Rautiefe, ist als Schutz vor Erosion von Bedeutung. Durch Einwirkung des Frostes auf die kompakten Bodenaggregate erfolgt eine Strukturverbesserung, die im Frühjahr eine Aussaat in abgesetztem, gekrümeltem Boden ermöglicht. Eine wissenschaftliche Arbeitsorganisation ist auch bei der Bodenbearbeitung erforderlich. Ohne sie ist die Leitung großer Kollektive mit leistungsstarken Pflugkomplexen im Schichteinsatz nicht mehr möglich. Es sind konkrete Kampagnenpläne mit Fruchtfolge- und schlagbezogenen Festlegungen zu den erforderlichen Maßnahmen der Bodenbearbeitung, zu den Qualitätsmerkmalen sowie einzuhaltenden Terminen und Kosten zu erarbeiten. Diese Pläne werden bis auf die einzelnen Komplexe und Maschinenbesatzungen aufgeschlüsselt. Große Verantwortung kommt den Mechanisatoren zu, die die moderne Technik und die industriemäßigen Arbeitsprozesse beherrschen müssen. Sie haben wesentlichen Anteil an der effektiven Nutzung des Bodens und somit an der Sicherung einer hohen Ackerkultur. Ein Höhepunkt im Wettbewerb der Pflügerkollektive ist die Teilnahme am Leistungspflügen. Die hierbei gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse der Mechanisatoren spiegeln sich in der ständigen Verbesserung der Bodenbearbeitung wider. Richtiges Pflügen. Das ist eine Grundlage für hohe Ackerkultur.